Das ist Operation Kingslayer. Hören Sie zu. Unser Einsatzgebiet ist Bolivien. Dichter Dschungel, eiskalte Berge und Salzseen. Wenn Sie nicht aufpassen, kommen Sie da nicht lebend raus. Ihr Ziel ist das Santa Blanca Drogenkartell. Dieses Netzwerk basiert auf Angst, Gewalt und Einschüchterung. Sie müssen es von innen heraus bekämpfen und jede Abteilung der Organisation destabilisieren. Produktion, Schmuggel, Propaganda und Sicherheit, um sie in die Knie zu zwingen. Sie haben volle Handlungsfreiheit. Sie wählen die Ziele aus. Sie entscheiden, wie sie sie ausschalten. Tun Sie einfach Ihren Job. Sammeln Sie Infos, lernen Sie die Spielfiguren kennen und studieren Sie Ihre Vorgehensweise. Dann vernichten Sie sie. Damit der Einsatz nicht langweilig wird, haben Sie es auch mit örtlichen Militärs, genannt Unidad, zu tun, die auf der Gehaltsliste des Kartells stehen. Sie bekriegen sich mit einer kleinen Gruppe von Rebellen, die sich Cataris 26 nennt. Sie wollen überleben? Dann sind diese unterfinanzierten und schlecht ausgestatteten Rebellen Ihre neuen besten Freunde. Denken Sie nach. Gehen Sie strategisch vor. Wenn Sie um Hilfe rufen, wird Sie niemand retten. Um den Job zu erledigen, ist jedes Mittel recht. Ihnen steht das gesamte Arsenal zur Verfügung, sowie sämtliche Fahrzeuge und Fluggeräte, die Sie finden. Und scheuen Sie sich nicht, die Spielringe nochmal zu Ihren Gunsten. Sie sind Elitekämpfer, jeder von Ihnen. Aber nur gemeinsam sind Sie stark genug, um eine Armee auszuschalten. Bedenken Sie, Ghost. Anerkennung bedeutet Fehlschlag. Sie werden das Santa Blanca Drogenkartell niederbrennen, ohne dass jemals irgendwer erfährt, wer das Streichholz in der Hand hielt. Na. Tja, ist schwer, ne? Ja, das wenn ist wie im echten Leben, wenn man auf der falschen Seite steht, da kommt man einfach nicht rein. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir mit dem Auto fahren, läuft das auch immer so. Der rennt erst mal ein paar Minuten ums Auto herum, bis er eine Tür gefunden hat, in der er reinkommt. Ja, da steht ein Heli. Macht ihr das Heli nicht so? Oh, Alter! Oh. War, so kann man einen Heli auch verabschieden. Ich hab gehofft, er explodiert. Die Spielautomaten müssen wir zerstören, sehe ich gerade. Okay. Ja. 42. Die Antwort auf alles. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Aber Fabi. Mensch. Wie kann man die nur so, halt mal, da steht da außen, dann können wir doch da außen direkt. Hier ist gut. Gucken wir gleich mal. So, dann schicken wir mal gleich die Drohne rein. Sieht ziemlich allein verlassen aus, könnte sein, der Typ. Ja. Lass auch mal meine Drohne los. Die Drohne fliegt. Der ist wahrscheinlich raus zum. Was macht denn der da? Wahrscheinlich, gibt eine Nummer. Dreht da gerade ein Video. Der ist ja ganz alleine. Schickt der gerade eine Nummer oder was macht der? Nee, der ist allein. Okay, nice, dann überfalle ich den mal schnell. Ja, macht das. Ich hab ihn. Ich schleife ihn mal ein bisschen weg hier. Dass die den nicht sehen, wenn der ein Scharfschütze ist. So, mein Freund. Gib uns mal ein bisschen ein paar Informationen. So, was wollen wir denn? Nachschubüberfälle, Bonusorten oder Rebellenoperation finden? Nachschub. Bonus? Nachschub. Bonus wäre mir jetzt auch lieber eigentlich. Ja gut, danke. Such dir irgendwas aus. Okay. Wir werden wieder im Let's Play übrigens abwechseln mit den Aufnehmenden. Yep. Also, dass man so mehr. Ich glaube, ich habe alle gefunden. Ich bin noch reingeflogen, also es war kein Problem. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, die zwei da vorne. Die zwei da vorne könnten wir mal wegnehmen. Ja, da ist aber da unten noch die drei. Okay. Okay, dann. Die drei könnte ich im Nahkampf rausnehmen, vielleicht. Ich hätte die zwei im Visier. Und dann noch jemand die vier da oben, falls die was sieht. Ja, die vier kann ich auch rausnehmen, wenn du willst. Ja, nimm zuerst mal die vier raus. Okay, der läuft gerade aber hinterm Schild. Ich leg mal ganz kurz hin, dann kriege ich den besser. Ja, Moment. Die kann ich ja ohne. Ja, die kann ich einfach so rausnehmen. Problem ist, da steht gerade. Ich habe eine alarmgesicherte Karte. Den Vierer sehe ich, ja, also. Hä? Ja. Obwohl, jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr, den Vierer. Der steht hinterm Schild, das ist das Problem. Und ich will ungern zwischen dem Schild durchballern. Jetzt läuft. Aber er läuft ja weiter. Also jetzt, wie viele Meter sind das jetzt, knapp? Jetzt bleibt er gleich vorne dran stehen.
Ja, die ich Nummer 3 könnte ich treffen jetzt. Jetzt kann er nicht mehr runterfallen. Jetzt ich kann auch einen Vierer schießen, wenn du gleichzeitig schießen willst. Ja, ich sehr bin gut. Schon. Oh, schon von der Seite. Oh, gerade noch liegen geblieben. Könnt ihr 1 und 2 wegnehmen? Ich könnte ja. Nummer 3 treffen. Okay, ich bin auf 2. Ja, dann macht ihr die 2. Ich bin auf 2, wer ist auf 1? 1 kann ich nehmen. Okay, dann 1, 2, 3. Nice. Das war kein Headshot, da bin ich jetzt aber enttäuscht. Gut. Ich glaube, draußen steht jetzt nicht mehr viel. Der eine auf jeden Fall schon mal. Der eine, der noch läuft, genau. Da und vorne ist noch einer am Eingang. Ja, der Rest hier und der läuft auch noch oben draußen. Oh, was geht jetzt ab? Entdecken sie Leichen, okay. Was noch geht jetzt noch? Die gehen in Alarmmodus. Ja, ich merk's gerade. Ich muss gerade gucken. Fuck, der ging daneben. Der Tango weiß, dass was faul ist. Er hat den Schuss gehört. Da gibt's auch ordentlich Zivilisten. Gut, einer das waren zwischen ja. drei Zivilisten durch. Und der auch. Ja, meine Position ist. Ja, das hier war echt ein nicer Shot. Gut, geh mal in den Nahkampf. Okay. Verstärkung rückt an, aufpassen, ne? Oh. Auf Straße. Habt ihr die im weg. Blick? Ja. Oh, hinter mir. Oh. Wow. Ich hab einen Zivilist getötet. Du Schwein. Du bist raus. Martin, du bist raus. Was? Ich hab doch... Oh, ja, ich lieg. Scheiße. Wo bist du? Am Eingang. Hol den erstmal weg, der da rausläuft. Da steht nochmal einer. Aufpassen. Die 3 müsste aufpassen. Die der drei? Steht direkt ums Eck. Ja. Alter, hier geht's echt übel ab. Ja, perfekt. Martin, ich bin hinter dir. So. Ja, zum Hinweis natürlich auch an die Leute, wir spielen ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, extrem. Rennt noch einer rum? Kriegt denn jemand? Da unten ist er, oder? Wieso kann ich ihn nicht schießen? Was ist denn da los? Ist ja, der Hemmung. Ja, irgendwie kam es mir so vor, gerade eben auch schon, der hat irgendwie nicht geschossen. In die Luft. Warte, lass uns erst einen Punkt holen. Und, ja. Ja, was für ein Punkt. Oh. Da kam einer hab rein, ihn. Achtung. Ja, hab ihn. Wir müssen jetzt nur die Automaten zerstören, oder? Ja, ich weiß nicht mal den C4, ob du nicht einfach. Aber oben ist noch so eine. Oben sind noch mehr Automaten. Ne? Ob ich nicht einfach. Mit dem C4. Alter, die ganzen. Das müssen wir jetzt hinzieren. Die ganzen Dings zerstörst. Tötest die. Ja, das sah zumindest so aus. Zivilisten, die hier noch rumstehen. Ja, aber plus 3 Fertigkeitspunkte. Da kann ich auch nichts dagegen sagen. Ich zünd jetzt einfach mal. Zünd mal. Kann man da nicht einfach draufballern? What? Draufballern geht auch. Und noch. Nice. Hier noch. Die VIPs sind geflohen, das Gebäude liegt in Trümmern. Der Pionierkuppel gefällt unser Angebot. Das erregt mit Sicherheit Cassitas Aufmerksamkeit. Würfeln wir jetzt eine Runde oder ist der Tisch im Arsch? Oh, so, Alter, wir schießen hier auf den Lambo. Gucken wir doch mal. Wir könnten den unbekannten Ort mal erforschen oder wir könnten jetzt einfach direkt zur nächsten Mission weiter oben gehen. Schüttelt dann den unbekannten Ort mit, oder? Vielleicht gibt es dann noch Informationen. Okay. Alles klar. Okay. Gibt wieder zwei Informanten, das raucht. Wo wir schon waren. Nehmen wir den Chief. Immer wieder neue irgendwie. Ja gut, ist ja auch ein bisschen unlogisch, dass es dann vielleicht drei Leute gibt, die was zu sagen haben. Ja, immer mehrere. Ach was. Ach was. Das ist ja nur Informant, die haben hier nur Info. Radio aus! Immer mehrere, ja. Radio wäre geil, wenn aus wäre und so. Radio ist weg, ja. Du fährst gerade voll in die falsche Richtung. Du fährst falsch rum, ja. Ich bin dem Blauen gefolgt, das ist ein blöder Fehler gewesen. Deinem Blauen bist du gefolgt, das ist ja, wohl nicht. Richtig. Vorne jetzt links. Das arme Casino, Mensch. Moment. Ja. Oh, da vorne ist Bamba Zamba oder was? Oh. Das ist ein Gegner, fahr durch. Oh. Sind alarmiert. Alter, da ist auch wieder einer zum Verhören. Alter, oh. Die Fassung ist geflüchtet. Schreib mal aus. Oh, holy shit, fahr! Ja, das haben wir jetzt schon gedacht, dass der jetzt abhaut. Wo ist denn jetzt das Ziel? Ich find's gar nicht mehr. Ich bin verwirrt. Hä? Ah, der ist da oben. Jetzt haut er ab, oder was?
Der in dem roten Auto. Nee, das ist er nicht. Oder? Ah doch, das ist. Nee, das ist ein Nebeneinsatz, der Waffending. Aber der Ding ist doch da, oder? Oder war er das beides gleichzeitig? Hier haben wir halt den Nebeneinsatz entdeckt. Ja, ich nehme mal an, aber der ist ja abgehauen jetzt. Er hat auch 600 Meter, den kriegen wir noch. Ich will jetzt den Informant erstmal. Ah, okay. Kommt mal her, ich so alleine ist ein bisschen schwierig. Oh, oh. Moment, von da. Da ist, ach, da ist einer. Gott, da steht noch einer hinten dran. Liegt ja wieder eins hier rum. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das kann doch nichts machen. Also ohne aufzudecken ist es echt mega übel. Ja, ist keine Chance. Das ist einfach nichts. Alleine vor allem. Verdammt, das war knapp. Dann nimm den mal. Ah, wir müssen gar nicht. Wir können hier hacken. Achso, ja. so eine Mission, okay. Ja, dann hacken wir. Ja, was haben wir? Waffen? Waffen ist gut, glaube ich. Ja. Mach, was du willst. Ah, ich häng, weil einer mich blockiert. Ist oben, ne? Wahrscheinlich. Draußen. Draußen? Draußen. Wir hatten da C4 gelegt, wo ich denke. Hä, das ist doch nicht draußen, das ist doch oben. Hier oben, draußen. Ne? Ja, das ist hier oben außen. Balkon. Ja, oben draußen, okay. Oben draußen. Alles klar! So, da ist der Chip. Okay, dann wissen wir, hier gibt's eine Nebenmission. Ja, wenn ich R, ich drück doch M. Was für eine Nebenmission? Ey, der ist jetzt abgehauen, da müssen wir erst wieder Werte weg. Ja, das machen wir dann irgendwann anders. Ja. Ich würde sagen, da machen wir. Komm, machen wir doch gerade die Waffe, die wir da oben entdeckt haben, da schon einen Fähigkeitspunkt. Alles klar. Da ist er drin? So. Drin. Auf geht's. Nein. Auf geht's, ich bin da. So. Auf zu der Waffe. Auf zur Waffe. Auf zum Atem. Oh. Auf zum unsichtbaren Bootmobil. Ja, genau. Oh, da sind wir da. Sag mal, wo sind wir kurz denn? Unidad, lass mal lieber in Ruhe. Ja. So. Dann haben wir geguckt, was es gibt. Es gibt eine riesige Unidad-Basis, alles klar. Als ob. Nice. Ja, gut, da wir könnten, was vor, würde ich sagen. Wir könnten zurückfahren, die Unidads töten, das Auto klauen und dann kommen wir locker durchs Tor. Ja, aber was? Ja, aber ich bleib dann... Aufpassen, das sind ziemlich viele gleich am Anfang. Ja, die schießen schon. Voll, steig ein, wir hauen nochmal ab. Ja. Wir planen das nochmal ganz neu, würde ich sagen. Ja. Was machst denn du? Junge, ich bin beeil dich doch jetzt mal! Ja, es geht gar nicht, es geht ja, gar nicht! Ja, komm weg, lass den verreckten Typ! Ja, was geht bei dir, verkehrt? Leute, ein bisschen Rücksicht, ich bin eine Frau. Ja, super. Kann nichts dafür, wenn du so fett bist. Nein, du bist keine Frau, du bist einfach blöd. Ich hab meinen Arsch nicht durchs Fenster bekommen, kann ich auch nichts machen. So, wo war die Unidad da vorne? Ja, dann lass das klauen. Oh, lass den Buggy nehmen, Alter. Ja, das wollen wir ja gerade. Hallo, Herr Unidad. Kennt ihr uns noch? Die nehmen eh gerade unschuldige Frauen fest. So, pass mal auf, Headshot in einer Reihe. Bam. Das war geil. Beide nice. In einer Reihe verschossen. Ey, da gibt's sogar noch was abzuholen. Nice. Nachschub. Der steht so blöd, man kommt nicht rein, man muss mit dem Sitz wechseln, könnte es klappen. Nachschub. Ah ja, jetzt geht's. Ja, aber lass nicht alle reinfahren, lass mich dann vorher raus, dann kann ich nämlich von draußen ein bisschen ansnarpern. Weil wenn alle drin sind, sind wir nicht unbedingt besser. Klappt das bei jetzt. Oh fuck, da kommt eine andere. Fahr einfach ganz unauffällig durch. La 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 la. Ja, unauffällig. La 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 la. Genau. Ja. Unauffälliger geht's doch nicht. Der hat doch Kraft. Ja. Ein Buggy, siehst du nichts, nicht mal entdeckt. Wunderbar. Also Plan ist einfach durchfahren, oder wie? Ich lass, hier, soll ich dich... Moment, wo kannst du am besten gucken? Da rechts hoch, ich lauf den Rest, komm. Lass mich da am Weg, da vorne raus. Ja. Fabi will schon mit oder wollt ihr alle zu dritt rein? Ich bin der Schütze. Nee, es passt schon. Ich gebe Gas. Ja, ich kann auch aussteigen dann. Alles klar. Okay, Bunte. Elegant mit der Rolle daraus. Das funktioniert wohl nicht. Zwei tot. Warum ballert da einer schon rum? Die haben gleich angefangen zu schießen. Das hat nicht funktioniert. Ja, wir müssen das erstmal aufdecken, ob das überhaupt so ein Tor ist, was für euch öffnet, ja. Ja, dann fahr nochmal weg, fahr einfach noch. Kann man nicht das Tor aufsprengen? Geht es irgendwie, wenn ich drauf schieße vielleicht? Normalerweise geht's, wenn man mit dem richtigen von der, wenn es eine Unidad-Basis ist, geht's automatisch auf. Sie wird gestört. Also die Drohne ist auf jeden Fall gestört.
Ja, weil die wahrscheinlich einen Störsender haben, oder? Oder so. Ah, dann schießen, die schießen. Oh, oh, oh. Die schießen, ja. Geht die nicht mal. So. Was ist denn da los? Bin ich so, so weit gut, weg, wie das gesichert ist, wird es doch sicherlich nachher noch eine Mission da geben. Das behauptest jetzt du? Ja. Ich will jetzt einfach rein. Fahr einfach durch. Das überleben wir nicht. Wir können ja mal gucken. Ja, ist klar. Wir haben ja unsere zwei Sniper da oben auf dem Hügel. Was macht der? Ich will doch gar nicht in die Drohne. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Hier hätten wir einer. Nein, das Tor bleibt zu. Wenn man das da kaputt schießt, das geht nicht, ne? Ups. Ich würde sagen, wir ziehen zurück. Das ist viel zu offensichtlich, wie wir jetzt schon sind, für so eine große Basis. Alter, die schießen Mörser, ne, auf uns. Ja. Oh ja, ich sehe es gerade. Oh! Alter, ja, oh, die eine Nebenmission ist wieder da. Rückzug. Alter! Lass uns die machen, wenn wir jetzt ein Auto haben, was ein MG drauf hat. Scheißdreck. Ah, das sind zwei. Komm. Richten Sie den ein und? Also ich habe auf jeden Fall auch mal einen Mörser zurückgesetzt, aber... Ah, das ist jetzt die Mission, wo wir gerade verkackt haben. Genau. Okay. Oh, da kommt wieder einer. Ja, das ist schon... Tank. Da müssen wir vielleicht über einen Seeweg, vielleicht da besser sogar. Ja. Also auf jeden Fall unauffällig. Weil der Haupteingang sieht schon sehr schwer bewacht aus. Oh, pass auf, das sind wieder viele... Alter, wieso ist das jetzt explodiert? Okay. Ja, lass da über den Berg hochgehen. Jetzt, komm. Ja, zwei steigen aus, wir stellen uns ein bisschen, der ist ja abgehauen. Ich bleib mit drin, mit Fabian. Ja, wenn wir es geschickt machen, hat er gar keine Chance abzuhauen, weil den vorher, wir müssen den aber einschüchtern, nicht umbringen, ne? Ja. Oh. Alles Baller klar. Neben ihn. So, aber, ja, ich guck mal, aber. Dürfte ja. Steht da oben. Ja, scannt erstmal ab. Ja. Ich geh mal auf die Piste. Oh, da ist auch einer. Ziemlich nah ist da einer, Alter. Ziemlich nah, ey. Boah. Geh zurück, auf, Fabi. Geh zurück, der entdeckt uns sonst. Können die ihn wegnehmen? Nee, das sehen die. Erstmal da ganz nah. Warte kurz, ja. Lass dich noch ein bisschen gucken. Den mussten wir wegnehmen. Aber die sind jetzt alarmiert bestimmt. Da ist noch einer. Einzelnehmer weg. Dürften alle gewesen sein. Der hier noch. Nehmen uns links, Fabi, links. Hab ihn. Da ist noch einer. Pass auf, dass er nicht. Ja, was müssen wir mit dem machen? Einschüchtern, verhören. Wenn du da bist, musst du ihn greifen. Schnell. Auto irgendwie kaputt schießen. Aber, jawohl, perfekt. Pack ihn, ich hab ihn. Gut. Oh, Alter. Und ich hol dich. Alles klar. So, du kleiner Wichser, schon Binde kaputt gemacht hier. Sei nicht daheim! Fährt er so um, ne? Nein. Du musst mir einen Gefallen tun. Sag deinem Boss, seine Tage sind gezählt. Und zwar so, dass es möglichst viele Leute hören. Es wäre leichter, tot zu sein. Ich nehme die Arschlöcher gerne in Mangel, aber wir sollten sie nicht mehr laufen lassen. Ach, die Demütigung ist für so... Oh, jetzt haben wir Verstärkung freigeschalten. Die Rebellen werden jubeln. Gut. Oder ist noch einer? Gegner irgendwo. Alle von hinten. Von hinten. Hab ihn. Er hat auf mich geschossen. Auf mich auch. Und da unten ist der Konvoi. Okay. Was denn, gibt's einen Konvoi? Oh, ja. Da gibt's 5000 Lebensmittel. Aber der steht aktuell, ne? Dann ja, wunderbar. Dann wäre es sinnvoller, da jetzt schlau zu agieren. Wir können direkt laufen hier hin, den zu sehen. Ohne aufgesetztes MG? Na gut, dann laufen wir hin. So, ich gucke jetzt gerade mal, was man da so entdeckt. Und dann könnte man den Fahrer direkt rausnehmen. Ja, das wäre natürlich super. Die haben doch bestimmt... Ah. Ich glaube, wir haben gerade ein bisschen... Hinter uns. Fahr mich bloß nicht über den Haufen mit deiner Karre. Okay, die ist eh im Ende. Ja, soll ich mal gucken, ob ich einen Fahrer rauskriege? Macht es. Seitenfenster vorne ist da steht aber davor noch so ein anderes Auto, ne? Ja, das ist das MG-Auto. Ja, okay, warte, ich guck mal, was ich hinkrieg. Problem ist, das ist ein Drecksbaum im Weg. Von da oben vielleicht. Ja, den Fahrer würde ich kriegen, wenn... Ich kann den MG-Schützen kriegen, vom hinteren Teil.
vom hinteren Fahrzeug. Ich krieg ihn von vorne an. Kann ich so weit nach unten? Ich lieg's. Ich könnte theoretisch einen C4 werfen. Warte mal. Doch im Hocken machen. Ich kann einen Granatwerfer feuern. Kurz, ich geh mal darüber. Aufs hintere Auto oder auf welches? Ja, aufs hintere. Man sieht sich okay, so richtig. Okay, vorderes Auto hätte ich im Visier. Hinteres Auto nehme ich im Granatwerfer weg. Ja, vorderes habe ich auch im Visier. Wart mal kurz, ich gebe euch gleich Go. Mhm. Muss doch von einer ganz anderen Winkel, weil ich bin mir nicht sicher, wenn ich das seitlich reinballer, ob ich da nicht. Du schießt am besten zuerst den Fahrer weg. Ja, das will ich ja. Dann fangen wir erst an. Ja, jetzt hänge ich. Aber dann fangen wir erst an. Dann sag an. Moment. Manchmal ist echt blöd, dass man nicht springen kann. Da könnte ich jetzt nämlich hier rüber. Moment, ich mache das ganz anders. Warte mal kurz. Weil ich will nicht dem in den Oberarm schießen, ich will dem direkt in den Kopf schießen. So. Jetzt. Okay. Moment. Ja, jetzt. Okay, ich sag an. 3, 2, 1, go. Der hat's überlebt. Oh, Alter. Als ob der das sind Rebellen! Ja, ich beeil mich ja schon. Und Fabi hat wohl mit dem Granatenwerfer auch daneben geschossen. Ich hab wohl getroffen, aber das Ding ist gepanzert. Ich hab den Lenker auf der anderen Seite oder was? Der ist 100 pro hin. Hinterher. Ja, der ist ausgestiegen. Tango getroffen. Er ist ausgestiegen, der steht vorne. Ich werde gerade von der Seite. Hä? Wo war der? Ah, da. Vorsicht, da ist einer. Links im Gebüsch, passt auf. Okay. Direkt Alter. Links. Nice. Kann ich mich zurückholen? Ja, kann ich. Nice. Ich lieg glaube, ich glaube, ihr seid kein einziges Mal. Von hinten kommt ein Auto. Alter, ich bin tot. Jetzt lieg ich auch. Jetzt kam von hinten noch eine Patrouille. Ihr seid halt auch echt mega krank reingeheizt. Ja, natürlich, da waren nur zwei Leute eigentlich, ja. die zum Ausschalten. Und jetzt kam gerade noch, wo wir fertig waren, von hinten eine Patrouille. Von wo? War da? Ach, das gibt's doch nicht. Ja, man ist sofort tot halt, ey. Und mich besser zurück. Heftig, ey. Da steht auch noch einer rum beim LKW. Ja, also okay. Euch zwei da vorne hole ich jetzt nicht, die da sind zu viel zum einfach vorrennen jetzt. Oh, da ist nichts irgendwo einer. Da ist niemand. Einer ist noch da, so ein zwei. Ja, ja, ich komme mal vor. Ich wirf mal die. Einen habe ich. Hier ist einer. Ja. Wie lange habt ihr noch? 14 Sekunden. 12, 11, 10, 9, ich bin der hintere. 8, 7, merci. 6, 5, 4, 3. Ja, hab. Mach dir mal schnell den LKW, bevor da was mit passiert. Wolltest du mich verbluten lassen? Hab einen erwischt. Mach mal, ja. Nahrung gesichert. 5000 Nahrung ist nice. Aber wir sollten, glaube ich, ja echt mal abhauen, weil. Oben ja. Steht echt viel, ne? Es sind zwar einige Rebellen hier, woher auch immer die jetzt gekommen sind, aber. Komm schon rein. Das sind aber zu viele Gegner sonst. Wo seid ihr da vorne? Ich fahr jetzt erstmal hier weg und dann können wir gucken, wo wir hinfahren. Da unten sind noch zwei Informanten. Oder hier den Leuten. Ja, aber da kam man ja her. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen. Genau, da ist dann vor Ort und da hinten dran gibt es noch. Aber geil aussehen tut es ja schon da mit dem See oder was das da ist in der Mitte. Ja. Ja, mit dem der See riesig drin. Aber ja, haben ja gesagt, dass es ja so ein Ding Erholungsort sein soll, ne? Ja.